Hallo. Bestellt in Ferrari Rot. Sorry, McLaren. Ultra sexy. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Neues Videoformat und ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Bitte schreibt es sofort in die Kommentare. Wir machen ein POV-Video und zwar mit diesem Fahrzeug da hinten, McLaren 765LT. Und ich würde mal sagen, wir steigen direkt mal ein. Ich setze meine Kamera auf den Kopf und so sehen wir dieses Fahrzeug jetzt richtig. Also, wir haben ihn bestellt in Ferrari Rot. Sorry, McLaren, 765LT bedeutet 745 PS. Es bedeutet auf der anderen Seite 800 Newtonmeter Drehmoment. Es bedeutet eine Vmax von 330 Stundenkilometern. Die Fuhre geht von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. In 7,2 Sekunden geht es von 0 auf 200 und in 18 Sekunden geht es von 0 auf 300. 4,4 Sekunden soll der Ofen brauchen von 100 auf 200 und das werden wir gleich nachmessen, denn da hinten ist die Autobahnauffahrt und das ist das, wo wir heute hinfahren. Wir machen Autobahn mit 765 PS. Genau so schaut es aus. Wir haben hier das Spider-Modell, was bedeutet, dass dieses Dach da aufgeht und ich glaube, hallo! Ich glaube, wir probieren heute mal aus, ob der zu schneller ist als offen natürlich. Ich bin sehr gespannt, wie das auch ist dann bei 300. Ich hoffe, dass wir 300 schaffen. Wenn man mit einem Fahrzeug, was ein Cabrio ist, offen fährt. Apropos offen, ich muss offen gestehen, dass ich dieses Auto super ultra sexy finde. Guckt euch das mal an, was du hier für Blicke hast. Ey. Das ist nicht mehr normal. Da hinten der Diffusor, ich weiß nicht, ob man das sieht im Gegenlicht. Da hinten kann man schön in die Technik reinglotzen. Machen wir mal so, kleine Liegestütze, Diffusor für Auspuff-Endrohre. Und dann ist hier unten der 4 Liter Biturbo V8 hingelegt, hingesetzt. Also mehr oder weniger hier sitzt er natürlich. Ultra sexy. Zum Preis muss ich ein bisschen was erzählen. Erstmal Aerodynamik. Guck mal hier hinten diese Abrisskante. Das ist so super sexy. Hier siehst du den Reifen. Vorne fängt die Luft an, natürlich hier reinzugehen. Bei den Scheinwerfern, das haben wir natürlich alles schon gesehen bei diversen Beiträgen. Ein bisschen dreckig ist er geworden durch den Regen. Aber ja, wir haben hier Louvers. Ja, dann geht es da hinten rein. Kühlluft, Ansaugluft für den Motor. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Also die Tür wird da quasi benutzt für die Luft, die da hinten in das Engine Compartment rein muss. Also 369.000 Euro kostet die Hütte. Allerdings ist das noch nicht so ganz alles, denn wir brauchen noch mal sage und schreibe für die Extras, soll ich die Zahl gleich sagen? Ja, 145.000 Euro stecken in diesem Fahrzeug an Extras, was dann in einem Gesamtpreis von 514.000 Euro mündet. Ja, ungefähr. Ich habe es vorhin mal ganz kurz zusammengerechnet. Unfassbar, wirklich unglaublich, wie viel Geld das ist für ein Auto. Es ist immer noch, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen, aber es ist immer wieder extrem krass zu wissen, wie teuer diese Autos sind. Es ist einfach Wahnsinn. Das hier ist so ein bisschen Track-Spezifikation, denn wir haben hier Ultra-High-Performance-Reifen drauf, natürlich Carbon-Keramikbremse, 390 mm vorne, 380 mm hinten. Und was noch zum Track-Package gehört, oder ja, was es zu einem Track-Auto macht, sind die Sitze. Die sind aus dem McLaren Senna. Ja, ein bisschen weiter weg, dann kann man die, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Wiegen, glaube ich, nur die Schale 5 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Hier innen drin alles Alcantara Heaven. Ja, ist wirklich alles mit Alcantara bezogen. Ultra sexy. Ja, 765LT. Da steht es nochmal eingraviert hier. Herrlich. Ist fast so wie bei meiner Handyhülle, ne? Ja, sie wird bald in den Shop kommen, ich verspreche es euch. So, hier unten Carbon-Monocoque sieht man. Also, das ist alles ultra sexy. Und wir machen jetzt einmal, würde ich sagen, wir machen jetzt einmal alles auf. Vorne Kofferraum, dann haben wir hinten unterm Tonneau auch nochmal Kofferraum. So.
krass hier. Guckt euch mal dieses Carbon an. Wieso lüftet der jetzt eigentlich? Naja, ist ja auch egal. Carbon, Carbon, Carbon. Hier haben wir Rucksack, Kameratasche. Also da ist eigentlich schon ordentlich Platz. So, wenn wir mal 300 fahren, dann muss das auch wirklich, wirklich, wirklich zu sein. LT05 MCL. Nee, ist klar. Achso, nee, oh Gott. Ich wollte ja aufmachen, ne? Also. Hallo, auf. Boah. Wieso geht der jetzt nicht mehr auf? Das ist halt mit dem Schlüssel, ne? Also, da einmal auf. Dann machen wir nochmal die Tür auf. Und diese Sitze. Das ist wirklich, wenn du dir das anguckst, ey, das ist nicht mehr normal. Wie krass die sind. Streichelt man auch während der Fahrt immer. Man hat dann immer so die Hand da rechts und streichelt sein Carbon. Ah. Ah. Da kann man auch streicheln übrigens. Guckt euch das mal an, ey. Wie leicht das hier ist. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Hier unten auch natürlich Carbonski. Carbonara. Lecker. Sehr, sehr lecker. Guckt euch das mal an, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Uiuiuiuiuiui. Okay. Ich sag mal so. Das kann sich sehen lassen. So, die ADAC, die brauchen wir heute hoffentlich nicht, aber ich gehe jetzt gleich noch rüber. Mach schnell ein Foto mit dem Kollegen. Und dann geht's ab da hinten auf die Bahn Richtung Emden. Habt ihr Bock? Ja, wir haben Bock. Okay, also zu. Schlüssel kommt hier rein. Schlüssel nicht im Fahrzeug. Was ist das denn dann hier? Ah, jetzt hat er sich doch anders überlegt. Okay. D reinmachen. Hier unten wird geschaltet, rückwärts neutral D. Dann haben wir hier das Auswählen, wie das Fahrzeug reagieren soll. Das geht aufs Fahrwerk, Gaspedal, Motoransprechverhalten und so weiter und so fort. Kannst in drei Stufen jeweils verstellen. Unten oben. Wir stellen Fahrwerk auf Sport und wir machen hier auf Track. Track, Track. Tracky, Tracky. So. Ah, guck mal, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Also wir können das hier einmal verstellen. Wenn wir hier drauf drücken auf den Knopf, geht das wieder raus und ist dann ein normales Display. Ja. Also wenn wir Track ausmachen, dann ändert sich das in so. Moduswechsel gerade erforderlich. Ja, okay. Gut. So, jetzt machen wir schnell ein Foto mit dem Kollegen. Willst du schnell ein Foto machen? Willst du schnell ein Foto machen oder was? Ja, ja, alles gut. Wir müssen nur ein bisschen Abstand halten. Dreh dich einfach so um. Ja, ja, doch, 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 das ist der. Ist das okay? Meine ja, Frau ja, klar. Hat gesagt, sagte, boah, wenn du jetzt einmal da bist. Sicher, alles, ja, so wird es perfekt. Schön mit der Kamera. Sehr gut, gute Fahrt. Kleine Testrunde. Genau, ein bisschen auf die Autobahn. In die Richtung. Emden. Ja. Ja, ich weiß. Alles, was hinter Ahaus kommt. Okay, sehr gut, danke. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, ebenso. Jo, du auch. Ciao, ciao. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Eieiei. Geht schon mal hart los. Ui. Also, Reifen sind jetzt noch nicht warm. Deswegen. Es ist so krass biestig, Alter. Eieiei. Wir müssen hier auf Track gehen.
Dann müssen wir das Display rausmachen. Dann würde ich sagen, ziehen wir einmal durch und gucken mal, was er kann von 100 auf 200. Ne, wir machen jetzt erstmal die Reifen warm. Guck mal, wie die Airbrake hinten hochgeht. Alter! Alter Schwede, ist das krass. Also das waren jetzt 6,9 von 100 auf 200 im Automatikmodus, komplett easy geschaltet. Ja, noch nichts Besonderes. Wir gucken jetzt mal, was wir so drauf kriegen. Das ist krass. Also das Auto geht wirklich wie die Feuerwehr. Das ist unfassbar. Jetzt ziehen wir nochmal durch. 170. 230. Eieiei. Also ihr seht das, wie das am Hoppeln ist. Ne? Das waren jetzt mal eben 300 irgendwas. Das hoppelt so krass. Wir machen jetzt mal hier auf Komfort. Gut, Handling, Komfort, Powertrain auf Track. Wheel Spin. 150, 190, 200, 47, 4788. Wie schnell das geht, von, keine Ahnung, 130 auf 300, das ist nicht mehr normal. So, 100 auf 200. Also, Reifen sind jetzt auf Temperatur, man sieht es hier rechts in der kleinen Kamera. Wir haben 29 Grad vorne, 40 Grad hinten. Das reicht, um Traktion aufzubauen. 4,424 Sekunden von 100 auf 200. Genau die Werksangabe hat er gemacht. Absolut perfekt. Das Krasse ist, wer mal Formel 1 geguckt hat, ein Formel 1 Auto schafft es in knapp unter 5 Sekunden 4,8 von 0 auf 200. Der hier 2,7, 0 auf 100. Insgesamt 0 auf 200 braucht er 7,2 Sekunden, was ultra schnell ist. Ultra, ultra schnell. Ja, 0 auf 100 können wir auf der Autobahn nicht machen. Deswegen müssen wir das jetzt einfach mal glauben, weil er genau die 4,4 ist ja genau ausgerechnet. Ne? 2,8 plus 4,4 sind 7,2. So, und jetzt gucken wir mal, was so eine entspannte Reisegeschwindigkeit ist. Ja? Also, wir haben jetzt hier 200 drauf und ihr seht das auch an der Kamera hier. Da ist nichts mit Nicken oder Schütteln. Da ist jetzt eine Bodenwelle, ihr seht es an meinen Armen, das ist echt okay. Aber man muss schon wissen, dass dieses Auto extrem, extrem sportlich ist. Also er ist wirklich sehr, sehr knackig. Das Fahrwerk ist jetzt auf der weichsten Stufe. Und ja, er macht das eigentlich ganz cool. Also 200 ist eine schöne Reisegeschwindigkeit mit diesem Fahrzeug. Dann sind auch die Verbräuche nicht so hoch. Video habe ich ja gemacht. Was verbraucht so ein Auto eigentlich auf Langstrecke? Ich weiß es nicht mehr. Und dieser Durchschnittsverbrauch liegt bei 25,6 Litern auf 100 Kilometer. So, da haben wir es. Was stehen hier jetzt gerade drauf? 17,8. Ja, das werden auch noch mal mehr. Kann ich euch versprechen. Apropos mehr. 300. 300. Jetzt habe ich ein bisschen heftiger gebremst und ihr seht, es ist überhaupt kein Problem. Das Auto ist immer noch 500, 600 Meter von mir entfernt. Alter, die Bremsen machen einfach ihren Job zu 1000%. Wir machen das Dach jetzt mal auf. Ja, hier unten der Hebel. Dach geschlossen, das stimmt. Jetzt machen wir das Dach auf und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt.
Also es gibt so Momente, ja, kann ich euch mal ganz kurz hier im Spiegel sagen, da wünsche ich mir tatsächlich, dass ihr meine Fresse sehen könntet. Die Scheiben machen wir, glaube ich, lieber hoch, weil sonst reißt es mir die Kamera vom Kopf. Genau. Also das Krasse ist wirklich, habt ihr ja gerade gesehen, die LKW-Jungs hier, ne? Das ist Wahnsinn, wie dieses Auto Aufmerksamkeit erregt. Das habe ich so schon lange nicht mehr erlebt. Wir haben hier wirklich auf dem Weg hierher, waren, keine Ahnung, 150 Kilometer oder sowas, haben, glaube ich, 20 Leute von mir Handyvideos gemacht. Das war nicht mehr normal. Das ist wirklich was, was für mich auch echt viel ist. So, hier wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Der Kollege fährt mit 150 durch die 80er-Zone. Alles klar. Wheelspin. Also, das war eine Geschwindigkeit 300, das willst du nicht im offenen Zustand. Bin ich gerade, oh, das willst du aber schon im offenen Zustand. Holla die Waldfee. Ja, die ist wieder 80, der Kollege mit dem T-Uhrenhelm hat wieder vorbei. Alter, ist das krass. Also, mal gucken, was der Kollege hier kann, ob er dann irgendwann müde wird. Dach ist offen, Blick ist frei. Ah, Autobahn ist auch frei. Okay, here we go. 200, 230, 270, 300. Also das waren jetzt 322, habe ich auf dem Tacho gesehen. Es ist nicht mehr feierlich, Leute. 322 offen. Es ist unfassbar laut. Oh. 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 Oh ja. Das gefällt dem Mattes. Also ich glaube, ihr seht das, ich bin sehr, sehr verantwortungsbewusst. Lass die Leute rein, bedrängel hier keinen. Respekt allen anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber. Ansonsten, ja, immer schön aufpassen und keinen Mist machen. Ganz einfache Regel. Ja, jetzt müssen wir nochmal ausmachen. Und Reichweite, oh, er sagt jetzt schon keine Reichweite mehr an. Normalerweise sagt er immer, wie weit man noch fahren kann. Aber das hat er jetzt schon aufgegeben. Er sagt jetzt nicht mehr, wie weit wir kommen, weil er sich nicht aus dem Fenster lehnen möchte. Oh, das schaffst du noch. Er sagt einfach, du musst bitte tanken, Matthias. Hier, tanken erforderlich. Die Frage ist nur, wo ist die nächste Tankstelle? Also da ist die Sonne. Da ist auch schön. Und irgendwo da vorne ist hoffentlich eine Tankstelle. Guckt euch diese Autobahn an. Hier kann man durchladen. Boah, im dritten tatsächlich Wheelspin, ne? Bleib jetzt bitte nicht stehen mit diesem Auto, dann raste ich aus.
4,2? Hä? 4,2 und plus 5,95? Das gibt's ja nicht. Wenn er jetzt 4,2 sagt, dann waren wir ja viel, viel schneller. Unter 4? Alter! Okay. Ah, ein bisschen Tank haben wir ja noch, ne? Da ist ja noch ein bisschen was. Also können wir ganz normal fahren. Würde ich mal sagen. Also Geschwindigkeit bei 150, 160 haben wir jetzt fast drauf. Geschwindigkeit 157. Und da ist es wirklich noch entspannt hier. Also kann man ganz normal sich, also ein bisschen leicht erhöhte Stimme. Ne? Aber warte mal hier. Wieso ist denn der Spoiler da draußen? Hä? Hallo? Also das raff ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Warum der Spoiler draußen ist, wenn alles auf Komfort ist. Alter, jetzt zeigt er gar keinen Sprit mehr an. Er ist leer. Oh oh. Hey, warum mache ich das immer so? Warum passiert das bei mir immer so? Ich verstehe es nicht. Matthias, du musst einfach nur tanken. Und zwar oft genug. Weit und breit kein Auto. Weit und breit keine Tankstelle. Nicht, dass ich den ADAC-Mann doch noch brauche. Oh shit. Bitte nicht! Bitte, bitte nicht! Vor allen Dingen, der braucht eine halbe Stunde, bis der hier ist. Wenn er jetzt losfährt, ohne dass ich ihn anrufe. Oh, weiß jemand, ob in Schüttdorf Ost oder Salzbergen eine Tankstelle ist? Ich sehe weit und breit nichts. Normalerweise haben die doch da immer so Dinger aufgestellt. Ich muss aber jetzt nicht bis Emden fahren, ne? Ah, da hinten sieht's gut aus. Ah, hier. Tanken erforderlich. Der Tank ist leer. Schön mit einem 515.000 Euro Auto unterwegs und kein Sprit im Tank. Ich flipp aus. Okay, tut mir jetzt echt leid, aber ich muss an dieser Tankstelle tanken, auch wenn es dort nur normales Super Plus gibt. Geht jetzt nicht anders. Was für ein Ritt, Leute. Alter Schwede. Ah, so gut. Wir gucken jetzt auf der Rückfahrt nochmal, ob der im Rückenwind sozusagen, wenn es Rückenwind gibt, ob er da schneller ist. Ich würde ja schon gerne 3,30 drauf haben, ne? Na, 3,30 ist ja angegeben. Also warum fährt er da nicht 3,30? Oh. Super Plus, das brauchen wir. So, dann wollen wir mal, ne? Alter, so an der Tankstelle auszusteigen, ist schon immer krass, ne? Okay. Ich habe schon schlimmere Tage erlebt. So, 2,19 Euro, das ist aber auch wieder geschenkt. Ne? Boah. Boah. Hallo. Ah, richtig krass. Richtig krasser Ofen. Die sind kühl. Gut, jetzt sind wir auch nicht mehr geheizt zum Schluss. Ne? Und die sind so 37 Grad, würde ich sagen. 305 30 ZR20. Vorne 245 45 ZR19. Also eine Sache verstehe ich nicht. Wir haben jetzt getankt 52,21 Liter für 114 Euro. Und es geht nichts mehr rein. Aber angeblich soll der Tank 72 Liter haben. Hä? Ich kann ja nicht 20 Liter in Reserve haben. Also, und er hat ja schon null angezeigt. Keine Ahnung, muss ich mal McLaren fragen. Also, der Tank ist auf jeden Fall voll. Wie immer der letzte Tropfen. Boah! Junge, wie hört der sich denn an? Also, das ist ja krass, wie schneller der ist. Von 100, 200. 3,681 statt 4,4. Alter. Das ist brutal. 4,2 haben wir einmal gezogen. 4,7, 4,8. Also, machen wir das Dach wieder zu, oder? Auch komplett aus Carbon, hat man gesehen, ne? So, Dach ist zu. Fahrer nicht angeschnallt. Fahrzeug anhalten. Jawohl. Also, das muss ich euch noch zeigen hier hinten. Scheibe.
Kamera runter oder rauf machen. Wenn du Bock auf Sound hast, machst du das hier. Na, ah, der Tank ist wieder voll. So mag ich das. Er traut sich nicht auszurechnen, wie viel wir fahren, weil er wahrscheinlich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Malmedy, der gibt gleich wieder Gas. Start-Stopp hat er auch. Danke. Jo, der hängt am Gas, würde ich sagen. Boah! Alter, ballert der hinten raus. Reifen sind kalt. Es gibt sowohl Untersteuern als auch Übersteuern. Hier merkt man es, da will er nicht so richtig rum, aber das will er definitiv. Das will er, und zwar so richtig böse. Aber er hat so bei 300, fängt das an, dass er so ein bisschen am Schwimmen ist. Das klingt jetzt zwar krass, aber es ist so. Gucken, ob das auf Track auch noch so ist, auf Sport. Ja, ist noch genauso, ein bisschen weniger. Alter Schwede, wie kann das denn sein? Er hat 84%. Warum? Wir waren doch gerade tanken. Also dann gucken wir mal, wie schnell es gerade ausgeht. Wenn die Bude geschlossen ist und mit dem Wind. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht mehr sehen. Das wird schon heftig, ne? Daran sieht man. Boah, Alter! Alter Schwede! Es ist wirklich unglaublich, wie viel Spaß das macht. Wie dieses Ding, das ist wie so eine Steinschleuder, die dauernd gespannt ist. Da unten das Gaspedal, das ist wie so ein Muskel, der permanent angespannt ist und sofort bam, abrufbar ist. Das ist nicht mehr normal, wie das hier losgeht. Autobahn an, ey. Also nehmen wir jetzt mal 100, 300, oder? Ganz entspannt, zicki zack. Tacho bewegt sich wirklich sensationell. Wir haben 65%, obwohl wir gerade mal, weiß ich nicht, wie lange sitzen wir im Auto? 10 Minuten?
Alter, in 10 Minuten. Alter, das gibt es doch nicht. 10 Minuten, ja. In 10 Minuten. 10 Minuten? Alter. Ich habe keinen Bock, heute schon wieder 115 Euro da reinlaufen zu lassen. Du kriegst einfach nicht genug davon. Alter Verwalter. Es ist eine Macht. Dieses Auto ist eine Macht. Auch wie das hier aussieht, wenn du hier so rumguckst, ne? Diese Scheibe, wie die so gebogen ist, die ist ja so leicht gewölbt. Zumindest fühlt sich das so an, wenn man hier so drin sitzt. Alles fokussiert auf den Fahrer. Auch hier das leicht zum Fahrer geneigt. Ja. Ist einfach eine Bombe, das Ding. Alter, das ist so krank. 49%. Wir sind gefahren jetzt 14 Minuten. Wir sind 14 Minuten gefahren und haben 50% vom Tank weggehauen. Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde können wir den Tank komplett leer hauen. Was ist los? 765 PS sind los. Und Matze meint mir die schwere Gasfuß da unten. Also die Abendsonne sagt leise Servus. Ich sag's auch. Danke fürs Zugucken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr POV-Videos mögt, ob ihr das so wollt oder ob ihr pro Auto zwei Videos wollt. Ein normales und eins mit der POV-Kamera. Schreibt's rein. Hab euch lieb. Schönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Eine wundersame, geruhsame Nacht. Einfach einen perfekten Tag. Danke euch. Tschüss, euer Matze. Servus.